Hey, willkommen zurück bei Siedler 1 Mission 23. So, wir machen ein bisschen weiter hier an unserem schönen Projekt, wo schon seit über einem Jahr existiert. Ach du Scheiße, bin ich jetzt schon lang dran. So, wird auch bestimmt noch eine Weile gehen. Ich denke mal bis zum Sommer oder so. Naja, jetzt kommen erstmal die tollen Wintermonate. Was ist denn das hier für ein Scheiß? Was habe ich hier für einen Kack gemacht? Das werde ich mal kurz hier einreißen. Das will ich so nicht. Den Weg hier auch. Da werden wir, wenn dann, einen durchziehen, aber nicht so. Ich glaube, da ist mal irgendwas schief gegangen, hä? So. Jetzt sieht es schon besser aus. So, also, wir bauen hier noch eine Festung, eine große. Und dort schauen wir mal nach den Soldaten. Oh, zwei Leutnant. Jetzt kommen langsam wieder, hä? Jetzt schauen wir mal hier weiter. Ja. Irgendwie möchte ich hier was zerstören bei denen. Aber ich traue es mich nicht anzugreifen, ganz ehrlich. Von den Soldaten her, ja. Ich kann noch nicht mal alles befüllen, komplett voll. So wie es jetzt gerade ist, oder? Vielleicht, ja. Aber mir ist noch ein bisschen unwohl dabei. Also mit Angreifen ist, glaube ich, erstmal nichts. Was ich jetzt machen werde, ist, der Herr, dass es ja so toll ist, gerade mit meinen Materialien, wo ich habe, außer natürlich dem Stein, Granit, dem fehlt mir noch ein bisschen. Hier finde ich auch nirgends den Scheiß. Wo ist denn der Kack? Okay, der hat hier noch ein bisschen was zum Abbauen, aber viel ist es ja auch nicht mehr. Was machen wir jetzt? Weil ich wollte eigentlich eine Schweinefarm bauen. Beziehungsweise hier wollte ich nochmal ein Feld, wo er ein bisschen was anpflanzen kann. Dort am besten. In der Nähe vom Feind. Ne, das ist auch nichts, oder? Ich weiß, was baut der hier? Baut der hier ein Feld? Ach nö! Jetzt baut der hier ein Feld hin, oder was? So ein Arsch. Jetzt pass mal auf, wir haben ja noch genug Platz. Hier oben ist auch noch ein bisschen was. Da ist ein Fels im Weg. Ich glaube, wir müssen warten, bis wir noch ein bisschen Land eingenommen haben. So. Ist mir jetzt egal, ich baue jetzt hier unten auch ein Feld hin. So, einmal da. Schön in die Mitte. Dun, dun. So, dann hier einmal eine Schweinezucht. Die haben wir da. Dürfen wir den Weg verbinden? Ja, sehr schön. So, und dann brauchen wir natürlich noch eine Schlachterei. Die können wir irgendwo... Da wäre eigentlich ein guter Platz. Da können wir dann einen Weg rüberziehen. Dann kriegt das ja direkt. Ja, machen wir daher. Wo ist denn? Da. Einmal ein Schlachter. Wir können auch den Weg über... Ah, nee, wir können auch über den Berg gehen. Wir dürfen ja trotzdem nachher noch hier anschließen. Da können wir nämlich auch direkt gehen. So. Dann haben wir nämlich für das auch noch gesorgt. Muss der jetzt hier was bauen? Auch ein Feld. Nicht, dass der es mir noch wegerntet. So ein Sackgesicht. Er soll schön bei sich dann bleiben, sonst muss ich ihn wegnatzen. Oh, wenn ich nicht will. Ah, wir haben Hauptmann! Ja! Ah, jetzt geht's ab. Aber immer noch so auf der Militärstufe. Noch nicht mal 30% geschafft.
wo wir einen Hauptmann haben. Eieiei. Ja, aber trotzdem ist gut. Hauptmann, hey, der geht dann gleich mal hier rein. Der kann mit dem gleich mal hier angreifen und die Goldschmelzerei platt machen. Wo hat denn der das ganze Gold? Hat der so viel Gold im Lager gehabt? Oh, dem brennt der Arsch. Der schmelzt alles ein jetzt. Der hat Schiss. Der hat richtig Schiss. Na gut, wenn bei mir einer so eine Festung hinbauen würde, direkt auf die Grenze, hätte ich auch Schiss. Haben wir da oben noch Stein? Normal müsste er hier alles einlagern. 21, jawohl. Dann reicht uns das. So, und was sagt die Mine? Wieder auf 25% hoch. Beziehungsweise runter. Die war jetzt auch mal, die hat ein gutes Hoch gehabt. Hier kommt einiges jetzt. Jawohl, endlich. Unsere Schmelzereien laufen jetzt wieder, ne? Also werden auch wieder Waffen produziert. Wieso holt ihr aus dem Lager? Haben die jetzt aus dem Lager Eisen gerade geholt, oder was? Oh! 14%! Sie räumen die Lager. Ups. Ja gut, aber wir haben ja genug. Und ist nicht ganz so schlimm. Das ist irgendwie alles so ruhig hier. Ich habe irgendwie Schiss, dass sie mich jetzt bald dann wieder angreifen wollen. Na, jetzt wollen wir erstmal das Projekt hier oben beenden. Da sind auch noch ein paar Soldaten. Wenn das Teil hier steht, kommt sowieso erstmal ein Hauptmann. Das wird wahrscheinlich unser einzigster sein, wo wir haben. Ein Hauptmann. 5 Leutnants, 29 Unteroffiziere, 35 Obergefreite, 23 beziehungsweise jetzt 24 Gefreite. So. Wir brauchen eine Eisenmine, ha? Aber ich glaube, der ging es schon mal so schlecht, da hat sie sich wieder erholt. So eine Phase hatten wir doch erst, oder? Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Wenn nicht sogar ein paar Mal hatten wir jetzt die Phase mit dem Eisen. Und da hat sie es doch wieder erholt. So, da kommt Kohle. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen mehr da hochbringen. Dass der sich wieder erholt hier. Aber auch nicht gedacht. Ich mache mal ein kleines Buddelprojekt hier. Ich suche mal ein bisschen noch mal ein bisschen nach Eisen hier auch. Vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Hier oben werde ich jetzt auch mal ein bisschen nach Eisen suchen. So, einmal hier quer durch. Dürfen wir da irgendwo anschließen? Ups. Geh mal halt da runter. Nee, egal. So, dann suchen wir mal hier noch. Vielleicht finden wir da oben noch was. Ah, doch wohl nicht mehr. Wie alle. Habe ich zu viel da runter geschickt, ne? Wir haben 1-2 Ersatzminen für Eisen. Gespannt, ob der nochmal findet. Oh, er hat wieder was gefunden. Oh, geil. Irgendwie dauert die Transport. Dauert irgendwie ewig bis dahin. Der Transport. So, Soldaten. 3 Leutnants, ein Hauptmann. Also wenn das Teil hier steht, wird es schon mal richtig gut befüllt mit richtig guten Soldaten. Also das wird heftig für den Gegner. Da wird er erstmal blöd gucken. Das wird wehtun. Wie gesagt, mich wundert sowieso, dass mich keiner angreift.
Weil normal bin ich doch ein gutes Ziel jetzt. Mhm. Sie haben Angst. Sie haben Angst vor mir. Angst! Achso, das ist ja die Schlachterei. Die soll man vielleicht gleich mal noch mit dem verbinden hier irgendwie. Gehen die vielleicht irgendwie da oben? Noch angeschlossen. Ah, geht sogar. Prima. So. Oh, ist sie fertiggestellt? Eisen gefunden? Ist es ein großes Vorkommen? Ja, wie? Na, dann weg damit. So. Dann müssen wir den Weg irgendwie anders platzieren, ne? Den kappen wir hier mal. Geben wir einen kleinen Bogen. So dass wir vielleicht die Mine dann später noch in Betrieb nehmen dürfen. Ja, es geht. So. Ein großes Vorkommen, das ist für mich schon zu Genüge, dass wir hier den Weg anders ziehen, damit wir das abbauen dürfen können, müssen, werden, tun. So wie es sich gehört. Ha, ich krieg immer noch keinen. Gebäude besetzt. Oh, jetzt haben sie was verloren, oder? Nee. Ach, scheiße. Wieso haben die nichts verloren? Ich krieg langsam die Genicksteife. Ich glaube, ich werde demnächst wieder die normale Musik laufen lassen. Nicht mehr Amiga-Spezial. Ich habe langsam schon vergessen, wie sich die normale anhört. Ich glaube, die war auch richtig schön nervig. Ich denke mal, da werde ich jetzt dann irgendwann mal wieder umstellen, so in den nächsten 10 Parts oder so. Mal schauen. So, wenn die dann alle hier raus sind und wenn wir dann hier alle schön hier drin haben, dann würde ich gerne mal meine Soldaten etwas laufen lassen. Dass mal wieder ein Austausch stattfindet und der Crap rauskommt. Sobald mir hier jetzt mal... Ach shit, jetzt haben wir zu wenig. Ah nein, wir müssen wieder warten, bis wieder bessere da sind. Aber guck mal, hier sieht es doch eigentlich ganz nett aus. Geil. So. Gold kommt auch. Prima. Und die Minen... Ah, sie werden auch etwas reibungsloser wieder. Sie produzieren wieder besser, ne? Also vom Materialfluss her ist es gut. Ja, ist okay. Kein Problem. Eisen. Der hier liefert auch wieder. 19%. 61. 98. So, da kommen dann Felder. Ey, du Arsch. Ich hab gesagt, ihr solltet nichts machen. Och, Mann. Wie krieg ich die jetzt ein bisschen angegriffen? Achso, ich weiß wie. Wir können, komplett runterfahren. Hier. Auf. Von gut auf. Nicht gut. Da könnten wir kurz hier angreifen. Da und da könnten die wegnatzen. Oder nur hier. Das wird ja schon reichen. Sollen wir das kurz machen? Haben wir hier anständige Soldaten drin? Ja. Da müssten eigentlich schon 3 reichen. Und ich warte, bis ein Hauptmann da ist. Dann macht der das. Dann würde ich hier einen Hauptmann reinschicken. Vielleicht kommt hier irgendwann mal einer jetzt dann. Hm. Wir könnten hier das Granit gebrauchen, ne? Das ist gerade ein bisschen Mangelware bei uns. Wir haben zwar jetzt hier was gebaut, aber... Naja. Nur warten, bis wieder mehr Soldaten da sind. Ey, wo hast du das geholt? Ja, Wahnsinn. Der ist tatsächlich nochmal raus.
Aber ich glaube, den können wir jetzt dann demnächst abreißen hier. Ah, hier gibt es nur Kohle hier oben. Nur ist gut. Können wir zwar gebrauchen, aber... So. Da ist noch ein bisschen Gold. Hier auch. Dann müssten wir hier mal das wegnatzen noch. Wir können nicht angreifen, wir haben keine Soldaten. Wobei wir haben schon, aber ich möchte die jetzt nicht verbrauchen. Wir brauchen die noch. So. Okay. Da drüben steht auch bald alles bereit. Der stört mich jetzt. Ich will nicht, dass der da ist. Ich mag den nicht. Och Mann. Was soll ich jetzt machen? Ich will den irgendwie weghaben da. Das ist doch scheiße sowas. Ich glaube, hier gibt's bald kein Eisen mehr. Der tut hier alles wegmachen. Oh, jetzt läuft's aber. Die Production. Wir müssen trotzdem weiterhin da oben suchen. Wir brauchen noch Eisen. Da ist nur braunes Zeug. Hier ist nur goldenes Zeug. Wobei wir mal den Zipfel einnehmen sollten. Auch noch. Oh je, wir sollten noch so viel machen. So viel, damit wir gewinnen können. Aber das können wir alles nicht in diesem Part machen, sondern im nächsten. Und wir sehen uns wieder. Ciao.